Servus beieinander und willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Schleudervideo und zwar ganz genau genommen ein Stahlschleudervideo mit einem Schnellverschluss, den ich euch unbedingt vorstellen möchte, weil der gar nicht so uncool ist. Am Anfang wusste ich nicht so ganz genau, was ich hiervon halten soll, aber ich glaube, dass das ein ganz spannendes Teil ist. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe die bekommen und wollte eigentlich so ein Unboxing-Video mit euch machen. Aus der Packung raus, zusammenbasteln, ihr wisst es ja. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt ein Unboxing-Video mache, kann ich eigentlich nichts drüber sagen. Also habe ich sie mitgenommen, wir waren draußen unterwegs und ich habe einfach mal 1000 Schüsse damit gemacht. Mein Mädel hat damit 100, 200 Schüsse gemacht, also wir haben es wirklich auf Herz und Nieren getestet, in beide Richtungen, in die Richtung, in die Richtung. Also wer sich wundert, warum wir ab und zu die Schleuder so ziehen, da ging es mir eigentlich eher darum, um zu gucken, ob diese Klammern aufgehen können. Und sie gehen nicht auf. Das ist ganz schnell, das zeige ich euch jetzt hier einfach mal so, macht es klack und dann ist das Teil draußen. Die schaut nicht schlecht aus. Kunststoffschleudern sage ich ja immer, wisst ihr ja, was mein Favorit ist. Stahlschleudern probiere ich mich gerade so durch, weil sie mir eigentlich zu schwer sind. Aber es ist schon ein spannendes Teil. Also der eine, der das richtig schwer in der Hand mag, dann kauft er sich halt der Stahlschleuder. Und dieser Schnellverschluss, logischerweise, den gibt es natürlich nur bei Stahlschleudern, weil ich glaube, dass er bei einer Kunststoffschleuder nicht funktionieren würde. Könntest mich aber eines Besseren belehren. Also wie gesagt, es ist zack offen, zack zu. Es ist noch so ein bisschen Werkzeug dabei. Es ist so eine kleine Zielvorrichtung dabei, die kann man hier befestigen. Ihr wisst ja, von Zielvorrichtungen halte ich überhaupt nichts. Vom Zielen insgesamt halte ich überhaupt nichts. Ihr müsst intuitiv schießen, aber habe ich auch schon oft genug gesagt, jetzt so im Video. Ja, ich bin gerne draußen zum Schießen. Also ich mag das, wenn man die einfach dabei hat und dann sich dann Spaß draus macht, auf alle möglichen, natürlich leblosen Ziele zu schießen. Und wenn man irgendwie eine coole Landschaft hat und man marschiert da an dem Fluss entlang oder findet einen alten Lost Place oder sonst irgendwas und sucht sich coole Ziele, dann ist es irgendwie viel abwechslungsreicher, dass man sagt, komm, wir schießen jetzt da in dieses Luftrohr rein, wir schießen jetzt auf die alte Blechtasse, wir schießen jetzt halt auf was auch immer, übers Wasser drüber, auf den Stein. Das macht einfach viel mehr Spaß und vor allem, wenn man auch verschiedene Positionen hat, mal im Knien, mal im Stehen, mal so nach links über die Schulter drüber, das finde ich das richtig Coole am Schleuderschießen. Nicht dieses immer aufs gleiche Ziel und dann dieses Wichtiggetue mit der was weiß ich. Ihr kennt ja meine Meinung zum Schleuderschießen. Also, Spaß haben. Ja, und wenn du Spaß hast, dann triffst du auch irgendwann. Dann kommen wir jetzt zu der Schleuder. Gibt es ein paar Nahaufnahmen. Und zwischendrin gibt es so ein paar Aufnahmen von draußen, weil ich das immer wahnsinnig schön finde. Also, vom Verschluss her ist es ganz einfach. Diese Seite zeigt von euch weg. Diese Seite zeigt zu euch hin. Und ihr zieht das Band so. Die Teile gehen ganz einfach auf. Einfach nach unten ziehen. So schaut es aus der Nähe aus. Da ist so ein kleiner Verschluss hier drinnen. Auf der anderen Seite natürlich auch. Den habt ihr offen. So ist das Band praktisch, wenn ihr das zieht. So, und wenn ihr das dann da reinpackt, muss man hier von der Seite, nimmt man so, da vorbei, das ist ganz wichtig, nicht hier rein, das ist zu wenig, sondern hier vorbei und dann macht es zu. Und das war's. Und auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Band so nehmen, dass es nicht verdreht. Hier rein, da, dass es hier vorbeigeht und dann das Teil zuklappen. So.
Und jetzt ist es richtig schön fest da drinnen. Und wie ich euch vorher schon gesagt habe, immer ein paar Probezüge machen, richtig mit Gewalt, damit ihr seht, dass es richtig funktioniert. Und wir haben es auch so rum ausprobiert. Wenn man es falsch nimmt, es ist tatsächlich so fest zu, dass selbst wenn man falsch rum dran zieht, dass nicht sofort was passiert. Aber ihr zieht es natürlich immer so und nicht so rum. Getestet haben wir es. Ihr seht es auch jetzt hier, dass es richtig schön sicher ist. Und so geht es wieder auf. Und das war's zu dieser wunderschönen Schleuder. So, und zum Schießen muss ich ja nicht mehr viel sagen. Also ihr spannt es jetzt natürlich so ein, dass es so dann da drüber läuft. So liegt es dann. Diese kleinen Knubbel sind immer außen und das Geschlossene ist immer oben. So, und wenn ihr dann die Kugel nimmt. Das sind übrigens hier meine Lieblingskugeln, die aus Ton, weil die zerfallen völlig rückstandslos. Nimmt sie dann praktisch so rein und dann habt ihr es so in der Hand. Natürlich so, wenn man genau nimmt. So liegt es dann geschlossen nach oben, Knubbel nach außen. Nur mal ganz schnell, ich habe es euch ja schon erklärt, aber dass ihr seht, wie schnell man die Banteln wechselt. Also zack auf, so Bantel raus, nächstes Bantel einfach daherlegen, Knubbel nach außen, kennst du ja schon, mit links nach oben, die zu euch, da einfach die hier reinstecken, so zuklappen, das natürlich nicht machen, so da reinstecken, zuklappen. Zack, fertig und. Also steinschleuder-profi.de. Ja, und das ist die Curved Striker mit der Schnellspannvorrichtung. Plupp, aus. Das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback, meine Spätzeln. Ich muss sagen, das mit der Schleuder finde ich recht cool. Ich habe jetzt zwar nur zwei verschiedene Gummistärken ausprobiert und ich habe gemerkt, je dicker der Gummi ist, umso besser hält er natürlich. Hat eine Grenze, ich glaube, so bei einem Millimeter ist Schluss. Wenn du da was Dickeres haben wolltest, dann funktioniert das nicht mehr gescheit. Oder ihr müsst es richtig fest zupressen, aber dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob es hält. Aber mit diesen Gummis hier, so diese ganzen Standardstärken bis einen Millimeter, ist dieses Teil einfach bombenfest. Und wenn es das zumacht, kann ich auch immer nur noch empfehlen, legt es vernünftig ein, so wie ich es euch gezeigt habe. Und dann macht es vorher in sicherer Entfernung vom Gesicht weg erstmal ein paar Probezüge, damit ihr seht, dass es auch wirklich verschlossen ist. Ja, alles in allem, schönes Teil. Ihr wisst ja, wo ihr es kriegt. Habe ich euch unten verlinkt. Steinschleuder-profi.de. Was soll ich noch sagen? Kauft kein Glump, müsst weniger wegschmeißen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.